ARD. Anschlagspläne gegen Taylor Swift-Fans. Die Verdächtigen sind jung. Keine Schwarzfahrer mehr in den Knast. Warum das Wissenschaftler fordern. Und mehr Badetote in diesem Jahr, wie wir die Zahl wieder senken könnten. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen. Willkommen zur Freitagsausgabe, 9. August. Magdalena Bienert und Uli Spinnrad hier. Guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Ja, und wir sagen vor allem danke an unseren Host-Kollegen Moritz, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass wir heute die 50. Podcast-Folge feiern. Jubiläum. Yay. Genau, uns gibt es jetzt schon gute 2 Monate. Also lieben Dank auch an euch fürs Zuhören, Abonnieren und vor allem Weitersagen. Ihr findet uns natürlich in der ARD-Audiothek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, dass man so ein schönes Ereignis einfach kaputt machen will. Ich bin sprachlos, dass es möglich ist, dass so schnell so ein Traum von 200.000 von Leuten geplatzt wird. Es ist zwar sehr schade, aber wer würde es verantworten, wenn wirklich was passiert? Tja, zum Glück ist nichts passiert. Das waren Taylor Swift-Fans, wie man hören konnte, aus Österreich, die wir da gerade gehört haben, die eigentlich gestern, heute oder morgen auf eins der 3 Konzerte von Swift in Wien gehen wollten. Aber die sind alle abgesagt worden, weil islamistische Terroristen vor diesen Konzerten viele Menschen töten wollten. Ja, wir haben es ja gestern Morgen schon kurz in den Nachrichten erzählt. Da war noch nicht allzu viel dazu bekannt. Inzwischen wissen wir mehr. In Haft sitzen 2 junge Österreicher. Der Hauptverdächtige ist 19 Jahre alt. Bei ihm zu Hause fanden Ermittler chemische Substanzen und technische Vorrichtungen. Und er hat nach Behördenangaben seine Anschlagspläne auch gestanden. Und der 2. Verdächtige ist erst 17. Er wurde von Spezialkräften in der Nähe des Wiener Stadions gefasst. Er soll erst vor ein paar Tagen bei einer Dienstleistungsfirma angeheuert haben, die bei den Konzerten von Taylor Swift Getränke verkaufen sollte. Also die beiden hatten auch keine Eintrittskarten für ein Swift-Konzert. Sie haben es wohl auf die Fans abgesehen, die sich vor der Arena versammeln. Dabei wollten sie wohl Sprengstoff und Stichwaffen einsetzen. Ja, die österreichischen Ermittler, die sprechen hier von Islamisten. Der Hauptverdächtige, der ist in Österreich geboren. Der soll sich im Internet radikalisiert haben und er soll auch einen Treueschwur auf den Kopf der Terrorgruppe Islamischer Staat auf einem Online-Account hochgeladen haben. Der soll seinen Job gekündigt und auch noch geprahlt haben, dass was Großes ansteht, was nicht besonders vorsichtig ist. Das sagt auch der Politikwissenschaftler Nicolas Stockhammer aus Österreich. Das ist durchaus typisch, das haben wir immer wieder beobachtet. Auch der Attentäter vom Terroranschlag von Wien im Jahr 2020 hat bereits in der Haft gegenüber seinen Mithäftlingen angekündigt, er würde einen Terroranschlag begehen. Das ist aber auch das Gute für die Terrorismusbekämpfung, weil genau diese Kommunikation eine Angriffsfläche bietet für Gegenmaßnahmen. Ja, und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die beiden so jung sind und eben keine Profis. Glücklicherweise kann man ja eigentlich nur sagen, das ist ja auch kein neuer Trend, hat der Wissenschaftler auch schon gesagt. Zum Beispiel wurden es im Frühjahr in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 4-, 15- und 16-Jährige festgenommen. Auch sie sollen islamistisch motivierte Anschläge geplant haben. Ja, und das ist ja die Strategie des sogenannten Islamischen Staates, der sich vor allem nach Afghanistan zurückgezogen hat. Und von da aus sucht er nun in Europa Menschen, die bereit sind, Anschläge zu begehen. Und das macht er ausschließlich übers Internet, also Telegram und Co. Und da treiben sich natürlich viele junge Menschen rum, die auch gerade für sowas besonders anfällig sind. Ja, so sehen das auch die Experten des Zentrums für Extremismusprävention in Bremen. Die sagen, die Jugendlichen radikalisieren sich oft gar nicht aus politischen oder religiösen Gründen. Nee, die sind vielleicht viel mehr auf der Suche nach Identität und Zugehörigkeit und auch eine Krise im familiären Bereich kann ein Auslöser sein. Und dann kann die Ideologie der Islamisten den jungen Menschen in solchen Situationen Bedeutung verschaffen. Also darüber bekommen sie Anerkennung. Zum Glück machen diese Leute dann aber auch immer wieder Fehler, sodass die Sicherheitsbehörden Anschläge verhindern können. Ja. Also Leben retten. Die Swifties, na klar, die sind trotzdem mega enttäuscht. Sie bekommen das Geld zwar zurück für ihre Tickets, aber es gibt ja halt kein Konzert mehr. Und klar, sie haben bestimmt auch schon die Anreise und vielleicht auch ein teures Hotel bezahlt. Aber treue Swifties halten zusammen, lassen sich die Laune nicht verderben, weil geteiltes Leid ist halbes Leid. Die haben sich auf den Straßen Wiens getroffen, zusammen gesungen und Annalena wollte eigentlich auch zum Konzert gehen. Also man sieht wirklich
super viele Swifties. Man erkennt sich ja ganz gut an den Armbändern. Die haben wir alle an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass schon alle wirklich so ein bisschen traurig sind und so gedrückte Stimmung einfach ist, weil man die Lage vielleicht auch nicht so richtig einschätzen kann. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass man sich so ein bisschen verbunden fühlt. Und ja, ich glaube, alle leiden so ein bisschen zusammen. Oh Mann, das kann man nachvollziehen. Taylor Swift selbst übrigens hat sich noch gar nicht dazu geäußert, also nicht zu der Gefahr, auch nicht zu den Konzertabsagen oder zu ihren Gefühlen, weder bei Instagram noch bei X, also zumindest stand jetzt am Freitagmorgen. Ob sie auch schon in Wien war und wo sie sich jetzt gerade aufhält, ist ebenfalls unbekannt. Aber wenn sich das ändert, dann seht ihr das natürlich bei tagesschau.de. Unsere Kurznachrichten. Die US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris treffen sich zu einem TV-Duell und zwar am 10. September. Es gab ja schon eins zwischen Trump und Joe Biden. Biden war damals sehr, sehr unkonzentriert, hat rumgestammelt und dafür auch viel Kritik bekommen. Und als Folge hat er sich als Kandidat zurückgezogen. In London sind in den vergangenen Tagen insgesamt 4 neue Werke des Street-Art-Künstlers Banksy aufgetaucht. Und eins davon ist wohl kurz nach dem Auftauchen schon geklaut worden. Auf eine Satellitenschüssel war ein heulender Wolf gesprüht worden. Und kurz darauf haben maskierte Unbekannte die Satellitenschüssel abmontiert. Banksy hält seine Identität geheim. Seine Werke erzielen bei Versteigerungen aber Millionenwerte. Wer in den kommenden Nächten in den Himmel guckt, kann besonders viele Sternschnuppen sehen. Der Strom der Perseiden wird nämlich erwartet und zwar von morgen bis Dienstag. Wetterexperten rechnen mit guten Chancen auf einen zeitweise klaren Himmel. So, und jetzt reden wir übers Schwarzfahren. Ist eine Straftat, aber in einer Großstadt hat das, ja, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich jeder schon mal irgendwie gemacht und sei es nur diese eine Station. Also ich habe auf jeden Fall früher als geiziger Teenager viel Zeit mit der BVG verbracht, also eher mit Diskussionen mit den Leuten von den Berliner Verkehrsbetrieben, aus welchem Grund ich jetzt keine Fahrkarte habe. Du hattest bestimmt tolle Ausreden. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen fordern jetzt Haftstrafen für Schwarzfahrer abzuschaffen. In einem offenen Brief begründen sie das unter anderem damit, dass vor allem arme Menschen, Arbeitslose oder auch Drogenabhängige ohne Tickets erwischt werden. Ja, der Brief geht an Bundesjustizminister Marco Buschmann, der schon letztes Jahr ein Eckpunktepapier zur Modernisierung des Strafgesetzbuchs vorgelegt hat. Aber ja, bis da wirklich was geändert wird, dauert es vermutlich noch länger. Ins Gefängnis, weil man ohne Fahrschein den öffentlichen Nahverkehr genutzt hat. Das klingt ja überraschend hart, aber ja, das betrifft tatsächlich jedes Jahr tausende Menschen, die ins Gefängnis müssen. Ja, weil in der Regel kostet Schwarzfahren 60 Euro. Bei einer Nichtzahlung kommt dann noch eine Geldstrafe dazu. Aber wenn die auch nicht bezahlt wird, droht halt eine Ersatzfreiheitsstrafe, also absitzende Geldstrafe im Gefängnis. Und ja, Passanten in Düsseldorf sehen das so. Eine Anzeige ist immer noch korrekt, weil es so günstig ist. Es gibt jetzt das Deutschland-Ticket. Also wegen Schwarzfahren im Gefängnis, das finde ich ein bisschen heftig. Dass die im Gefängnis landen, finde ich schon ein bisschen seltsam. Aber dass man es einfach so durchgehen lässt, ist auch nicht richtig. Ne? Ist ja unfair gegenüber allen anderen. Also die Wissenschaftler sagen, Fahren ohne Fahrschein ist eine der häufigsten Bagatellstraftaten. Letztes Jahr hat es rund 148.000 Fälle gegeben. Das entspricht etwa 3% der Gesamtkriminalität. Aber um das zu verfolgen, braucht es eben echt viel Geld und auch Personal. Und das könnte besser an anderer Stelle verwendet werden. Das ist das Argument der Wissenschaftler. Ja, Betroffene würden auch nicht aus krimineller Energie ohne Ticket fahren, sagen die, sondern weil sie schlicht keine anderen Möglichkeiten hätten. Und der Schaden pro Fahrt ohne gültiges Ticket sei auch wirklich überschaubar, sagen die Fachleute. Kritik an dieser Idee kommt, das ist wenig überraschend, vom Verband Deutscher Verkehrsbetriebe. Das Fahren ohne Fahrschein schade allen und dürfe nicht verharmlost werden, sagen die. Trotz regelmäßiger Kontrollen rechnet der Verband auch mit einem jährlichen Schaden durch Schwarzfahren von bis zu 300 Millionen Euro. Justizminister Buschmann plant in diesem Eckpunktepapier vom letzten Jahr, dass eine Fahrt ohne gültigen Fahrausweis nicht mehr als Straftat, sondern als Ordnungswidrigkeit geahndet werden soll. Aber auch das geht den Wissenschaftlern nicht weit genug, denn ja, auch dann besteht die Gefahr, dass Menschen hinter Gittern landen. Denn wer das Bußgeld nicht zahlt, das bei einer Ordnungswidrigkeit anfällt, riskiert eine Erzwingungshaft von bis zu 3 Monaten. Ja, das würde dann auch wieder einen hohen Verwaltungsaufwand bedeuten. Ja. Es gibt auch einen Verein, der sich genau um dieses Thema kümmert. Der heißt Freiheitsfonds. Der sammelt Spenden, um diese Menschen aus der Haft zu holen. Und der plädiert auch für eine ersatzlose Streichung dieses Paragraphen. Arne Semsrott vom Freiheitsfonds. Das ist diskriminierend, weil es letztlich eben nur arme Menschen trifft. Alle anderen, Leute wie ich, die zahlen dann halt die Strafe und gut ist. Und das können aber die Menschen, die im Knast landen, ganz einfach nicht leisten.
Die Organisation hat nach eigenen Angaben schon 1000 Menschen aus der Haft geholt. Ja, manche Städte haben auch schon von sich aus beschlossen, das wiederholte Fahren ohne Ticket nicht mehr zur Anzeige zu bringen. Dazu gehören unter anderem Bremen, Düsseldorf, Köln, Münster, Halle und auch Dresden. Der Sommer zeigt sich ja gerade mal wirklich von seiner guten Seite. Also das Wochenende wird heiß, mit viel Sonne, wird wahrscheinlich viele an Seen oder auch an Flüsse ziehen für eine schöne Abkühlung. Klingt ja eigentlich nach einem richtig guten Plan, oder? Das sind Schichten unter der Wasseroberfläche, wo man von jetzt auf gleich einen riesigen Temperaturunterschied hat. Und da reagiert halt der Körper des Menschen vollkommen unterschiedlich. Sagt Frank Zantis, Sprecher der DLRG Nordrhein und auch Retter in Düsseldorf. Das kann dann soweit sogar führen, dass man Kreislaufversagen bekommt und dann dementsprechend ja gar nicht mehr laut um Hilfe auch schreien kann, sodass man da auf sich aufmerksam machen könnte. Tja, zum dritten Mal in Folge ist die Zahl von Menschen, die in Flüssen ertrunken sind, gestiegen. Das sagt die DLRG. Seit Jahresbeginn mindestens 253 Menschen in Deutschland. Und der Sommer dieses Jahr war ja noch nicht mal durchgängig gut. Das heißt, bei einem Bombensommer wären dann wahrscheinlich noch mehr Badetote dazugekommen. Zwei Drittel der Todesfälle kommen vor allem in unbewachten Seen und Flüssen vor, also strömende Gewässer bergen einfach die meisten Gefahren. Und das sollten wir uns vor allem an Flüssen immer bewusst machen, weil die meisten sind gar nicht in der Lage, sicher in Flüssen zu schwimmen, sagt die DLRG. Ja, für die steigende Zahl der Ertrunkenen gibt es mehrere Gründe. Neben Wassersport und Badunfällen gab es auch Unfälle in Hochwassergebieten. Und außerdem halten sich die Menschen früher im Jahr und auch häufiger am Wasser auf. Allein im Monat April waren es schon 29 Badetote. Das heißt also, auch die Rettungsschwimmer haben neue Herausforderungen durch die klimatischen Veränderungen, wenn es wärmer wird. Ja, und ein Problem ist Selbsteinschätzung. Auch wirklich bei guten Schwimmern kann es zu Kreislaufproblemen kommen. Und viele Eltern überschätzen auch die Schwimmfähigkeit ihrer Kinder, weil allein ein Seepferdchenabzeichen ist wirklich noch kein Zeichen für einen guten Schwimmer. Frank Zantis fordert also mehr Schwimmunterricht. Wir würden uns gerne wünschen, dass man in der Grundschule auch zum sicheren Schwimmer quasi ausgebildet wird oder das erlernt. So wie man Lesen und Rechnen lernt am Ende der Grundschule, würden wir uns das natürlich auch gerne wünschen, dass man dann sicher schwimmen kann. Mit dem Schwimmabzeichen Bronze dann natürlich, nicht Seepferdchen, was viele meinen. Tja, das Problem ist aber, ein Schwimmbad ist für eine Gemeinde in der Regel eine echt finanzielle Belastung im Haushalt. Und deshalb werden auch immer wieder Schwimmbäder geschlossen. Und ohne Bäder gibt es eben auch keinen Schwimmunterricht durch die Schulen, die die ja nutzen müssen. Katja Salz-Barnier ist Schwimmlehrerin aus Wermelskirchen und die kennt dieses Problem. Zum einen ist Schwimmenlernen ein Stück weit schon auch ein Privileg. Es gibt lange, lange Wartelisten an Schwimmkursen. Private Schwimmkurse sind teuer, das müssen sich die Familien erstmal leisten. Und teilweise sind einfach viele Schwimmbäder nur noch Spaßbäder. Da ist der Eintritt einfach dann teuer. Also Schwimmen ist einfach unglaublich wichtig, zeigt sich jedes Jahr im Sommer. Deshalb sind mehr Schwimmkurse natürlich dringend notwendig. Aber wichtig ist auch, gerade Kinder können wirklich auch in flachem Gewässer ertrinken und die tun das ganz leise und dürfen wirklich niemals unbeaufsichtigt am Wasser spielen. Und jetzt mein Highlight der ganzen Woche. Wir haben ja mehrmals übers Reiten bei Olympia geredet, weil wir da so erfolgreich waren. Und wir haben auch über Carsten Soestmeier geredet, unseren Reporterkollegen. Ja. Der hat sich auch, ich sag was. Genau, ja. Ich mach's nochmal neu. So, und jetzt mein Highlight der ganzen Woche. Wir haben ja häufiger übers Reiten geredet bei Olympia, weil wir da so unglaublich erfolgreich waren mit vielen Goldmedaillen. Ja. Und wir haben auch über Carsten Soestmeier geredet, unseren Reporterkollegen, die Legende. Ja, und pass auf, jetzt hat er sich bei uns gemeldet. Ja. Ein Fanboy-Moment für Uli. Hallo, hier ist Carsten Soestmeier. Meine olympischen Highlights in Paris waren das Königreich der Pferde im Schlosspark von Versailles. Mit den fantastischen hippologischen Sportmomenten und das abendliche Zusammensein mit tollen Kollegen. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen mitgeritten, liebe Magda, lieber Uli. Bleibt alle wohlauf und bis bald bei den Pferden. Wie ich mitgeritten bin. Mein Gott, mein Herz tanzt. Besser kann man doch gar nicht ins Wochenende starten, absolut, oder? Absolut. Und du in den Urlaub, Magda, auf dem Pferdehof im Königreich der Pferde. Ja, für mich geht es tatsächlich auch zu den Pferden. Aber ich denke von dort aus an euch, versprochen. Ich höre zu, denn ja, du ziehst ja nächste Woche nochmal durch mit Moritz Zacho. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, mein Lieber. Ja, und du erhol dich von mir. Mach's gut, viel Spaß. Ja, ist dringend nötig. Tschüss. Ciao, ciao. 15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.